Unser Stoffwechsel wird von maßgeblich zwei Faktoren bestimmt. Zum einen ist es die Schilddrüse und zum anderen eine bestimmte Art der Aktivität, die ich für euch hier evaluiert habe in Studien. Am Ende des Videos weißt du, was deine Schilddrüse braucht, wie sie funktioniert und welche Art der Aktivität dir viel Zeit erspart und du trotzdem maximal von deiner Ankurbelung des Stoffwechsels quasi profitieren kannst, sowie welche Produkte ergänzend Sinn machen und welche halt eben nicht. Deine Schilddrüse sorgt zur Aufrechterhaltung deiner Körpertemperatur im sehr großen Maße. Das nennt man Stoffwechsel, wenn Stoffe ihre Zustandsform verändern von ATP, Adenosintriphosphat, dem universellen Energieträger und Lieferant im Menschen, zu Körperwärme wird. Damit dies passieren kann, muss die Schilddrüse allerdings alle Nährstoffe haben, wie Selen, Eisen, Vitamin A, Jod und Glutathion und wie auch Magnesium, damit sie arbeiten kann. Dann wird das aktive Schilddrüsenhormon T3, genau genommen Triiodthyronin, im Zellkern andocken bei dir in der Zelle an den Retinoid-X-Rezeptor, der Vitamin A abhängig ist, wie der Name schon sagt, Retinoid, ja, Retin. Und das veranlasst dann dementsprechend die Spaltung von ATP, dem universellen Energieträger bei uns im Körper. Diese Reaktion ist exotherm, also es wird viel Energie frei. Ja, aber diese Energie bei dieser Reaktion exotherm heißt, es wird mehr Energie frei, als verbraucht wird bei dieser Reaktion. Und dein Stoffwechsel ist geboren, dir wird warm, denn bei dieser Reaktion wird Wärme frei. Das Spannende kommt aber jetzt, was denkst du, wie viel Energie geht an Wärme verloren bei der Spaltung des universellen Energieträgers ATP, ja, von ATP zu ADP, Adenosindiphosphat, wenn eine Phosphatgruppe abgespalten wird. Es sind unglaubliche 60%, die einfach als Abwärme verloren gehen. Also nutzen wir nur einen sehr kleinen Teil für unsere Muskelkraft. Das Wichtige, was unseren Stoffwechsel quasi bestimmt, ist die Körperwärme, sehen wir hier zu 60%. Daher sind Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion auch eher übergewichtig und Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion eher untergewichtig. Ja? Da der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft, dies ist jedoch ebenfalls pathologisch zu betrachten. Denn ein ständiger hoher Stoffwechsel führt zum Verbrauch des Menschen und führt zu früheren Alterung. Wir sehen, dass Säuger, die sehr klein sind, mit einer sehr hohen Herzfrequenz, ja, also sehr hohe Schlagrate des Herzens, eher sterben als Säuger, die niedrige Frequenzen zu verzeichnen haben. Für wen das Thema Schilddrüse interessant ist, dort habe ich ebenfalls etwas entwickelt, ja, ein Schilddrüsenprodukt, bestmöglich wissenschaftlich konzipiert, also fundiert quasi auch entwickelt wurde, welches deinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, zur Normalfunktion beiträgt deiner Schilddrüse und für einen gesunden Stoffwechsel sorgt. Verlinke ich alles auch nochmal unten. Also fassen wir mal zusammen. Eine mit allen Nährstoffen versorgte, suffizient versorgte Schilddrüse ist unerlässlich als Gaspedal unseres Stoffwechsels und sollte die Priorität sein, bevor wir auf irgendwelche Stoffwechselkuren hereinfallen. Nummer 2 ist die Aktivität des Körpers. Dazu ziehe ich hier eine wissenschaftliche Publikation heran zum Thema Nachbrenneffekt, den viele schon mal gehört haben. Dieser Vorgang beschreibt eine erhöhte Stoffwechselrate auch lange nach der körperlichen Aktivität. Ich zeige euch, ob dies überhaupt möglich ist und wie lange, falls ja, dieser Effekt ungefähr anhält. Doch bevor wir reinsteigen, möchte ich euch einige Messparameter erläutern, damit ihr auch die Studie deuten könnt und verstehen könnt. Dazu gehört vor allen Dingen VO2. Das heißt, das Volumen, das V steht für das Volumen und das O2 ist ja der Sauerstoff. Das heißt, dass der Sauerstoffvolumen, ja, ist ein Wert, der das Sauerstoffvolumen in Liter angibt, die dein Körper aufnimmt in einer bestimmten Zeit. Das ist der Hauptmarker für deine Stoffwechselrate. Wie wir wissen, braucht unser Körper zwei Reaktionspartner, um den universellen Energieträger ATP herzustellen. Und das ist vor allen Dingen, ja, wie wir gelernt haben, zu 40% quasi daraus Energie zu generieren und zu 60% Wärme daraus herzustellen. Ja? Das ist Sauerstoff, den wir atmen, jetzt gerade du und ich, und vor allen Dingen NADH. Das ist aus der Nahrung hergestellt, zum Beispiel aus Glucose, dieses Molekül. Diese beiden Moleküle sind die wichtigsten in der Spezies Mensch. Diese sorgen für 95% unserer Energie und Wärme. Dadurch ist überhaupt höheres Leben möglich geworden. Wenn wir uns dies nicht in ausreichenden Mengen zuführen oder quasi generieren können, haben wir ein Problem. Ja? Wir vergären den Zucker, wie zum Beispiel Krebs es tut, und damit arbeiten wir sehr ineffizient und vor allen Dingen übersäuern auch. Also hier sehen wir in der Studie einmal die Sauerstoffmenge der Menschen. Die wurde gemessen unter bestimmten sportlichen Aktivitäten. Je mehr Sauerstoff der Mensch aufnimmt, desto mehr Sauerstoff verbraucht er auch. Sonst würde er den nicht aufnehmen, sonst würdest du ja nicht schneller atmen. Desto mehr ATP stellst du gerade her,
den Sauerstoff brauchst du zur Herstellung von ATP, dem universellen Energieträger, desto mehr ATP spaltest du auch. Und je mehr ATP du spaltest, desto höher ist deine Stoffwechselrate auch. In der Studie mit 40 gesunden sportlichen Männern kam es zu folgenden Ergebnissen bezogen auf den Stoffwechsel. Verglichen wurden hier Sporteinheiten, Gruppe 1 oder Gruppe A, 70% der maximalen Herzfrequenz wurde diesen quasi ausgesetzt in einer sportlichen Aktivität, die etwas länger dauerte, aber nur 70% hatte. Gruppe 2, 85% der Laktatgrenze. Und Gruppe 3, Intervalltraining, 15 Sekunden bis 95% Auslastung und 15 Sekunden Pause, 15 mal 15. Ja? Gruppe 4, 4 Minuten Laufen, also 4 mal 4 und 3 Minuten Pause, auch wieder 95% Auslastung. Das Ergebnis, hochintensives Intervalltraining führte zu einer statistisch signifikanten Erhöhung der VO2 Max im Vergleich, das heißt der Sauerstoffaufnahme, das heißt der Stoffwechselrate, im Vergleich zu langsamen Strecken und Trainingseinheiten in der Laktatschwelle. Wie gesagt, statistisch signifikant. Die prozentuale Steigerung für das 15-15 und die 4x4 Minuten Gruppen betrug 5,5 bzw. 7,2%, was einer Steigerung der VO2 Max, das heißt der Stoffwechselrate, äquivalent kann man sagen, der Sauerstoffaufnahme, von 60 auf 64 Milliliter pro Kilogramm pro Minute Sauerstoffvolumen führte oder 55 zu 60. Das ist schon sehr signifikant, muss man sagen. Die SV, das heißt das Schlagvolumina des Herzens, ja, stieg nach dem Intervalltraining signifikant um 10% auch hier. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal in grafisch dargestellt. Ja, und hinten die beiden sind quasi die Intervalltrainingsgruppen, ja, seht ihr hier dargestellt und auch hier nochmal in Zahlen für euch dargestellt. Was bedeutet das jetzt konkret? Ein Ausdauer Intervalltraining mit hoher aerober Intensität ist bei der Verbesserung der VO2 Max und damit der Stoffwechselrate signifikant effektiver als die Durchführung der gleichen Gesamtarbeit bei 70% maximaler Herzfrequenz. Ja? Du leistest quasi das Gleiche, aber das eine tust du viel, viel schneller in einer kürzeren Zeit. Und das ist viel signifikanter, entscheidend quasi für die erhöhte Stoffwechselrate. Ja, habe ich hier für euch einmal dargestellt. Was heißt das jetzt konkret? Man kann nüchtern morgens 10 Minuten Übungen machen. Da gibt es verschiedene Apps, zum Beispiel Tabata heißen die. Kann man sich einfach runterladen. Da macht man bestimmte Übungen, Sit-Ups und Liegestütze und so weiter und so fort, um den Puls, ja, und die Herzfrequenz quasi, ja, massiv nach oben zu treiben und den Stoffwechsel massiv nach oben zu treiben. Oder halt eben auch laufen in Intervallen, wie man es hier gemacht hat. Zum Beispiel schnell laufen bis 95% Auslastung, dann wieder Pausen, schnell laufen und so weiter und so fort. Ja. Das bedarf ca. 10 Minuten täglich und man hat wirklich maximal aus seinem Stoffwechsel den Effekt herausgeholt. Doch wie lange hält dieses überhaupt an? Auch dazu habe ich eine Publikation für euch hier vorbereitet. Wir sehen hier den Punkt bei einer sportlichen Aktivität, ja, das ist eben diese Studie hier erstmal, und vor allen Dingen dann sehen wir eine statistische Signifikanz zu der Zeit, ja, des Sauerstoffverbrauchs sehen wir schon sehr hoch in der Kurve. Wir sehen aber auch gleichzeitig, bis zu 36 Stunden danach haben wir immer noch, die Sternchen hier, eine statistisch signifikante Erhöhung der Stoffwechselrate. Das heißt, bis zu 36 Stunden, ja, hast du eine erhöhte Stoffwechselrate für nur 10 Minuten quasi halt. Ja, und das ist schon wirklich sehr, sehr wissenswert meines Erachtens, was ich euch hier zeige. Abschließend möchte ich euch noch eine Substanz zeigen, die ebenfalls die Stoffwechselrate beeinflusst in dieser Studie, ja, wo Grünteeextrakt quasi kombiniert mit Koffein, was ja eigentlich schon im Grünteeextrakt enthalten ist, zu noch mehr Sauerstoffverbrauch führte als die alleinige Gabe, ja, von Grüntee und Koffein gespalten halt. Auch dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht, das kann ich hier einmal verlinken und vor allem auch ein komplettes Produkt entwickelt mit allen Stoffen. Möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, könnte ich gerne mal anschauen. Verlinke ich aber auch unten das Video und das Produkt auch mit allen Stoffen, die wirklich einen Einfluss studienbasiert auf Goldstandardstudien gezeigt haben auf die Stoffwechselrate. Und dazu gibt es auch viel, viel, was einfach nur so, naja, wie soll man sagen, in so Tratsch-Magazinen publiziert wird, aber wirklich keine Evidenz aufweist und das haben wir hier definitiv geliefert. Auch sehr interessant für euch. Machen wir mal eine Zusammenfassung. Deine Schilddrüse bestimmt deine Stoffwechselrate. Arbeitet sie nicht suffizient oder hast du nicht suffizient genug Schilddrüsenhormon wie das T3, ja? Wird Folgendes passieren. Du wirst automatisch bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wirst du automatisch zunehmen, weil der Stoffwechsel nicht arbeitet, du verbrennst zu wenig oder pathologisch verbraucht sich dein Körper zu schnell, hast du eine zu hohe Stoffwechselrate halt, ja? Wirst du pathologisch quasi abnehmen. Oder halt auch durch Autoimmunkrankheit oder Glutathionmangel, ja, kommt es ebenfalls auch zu Stoffwechselerkrankungen, ja, oder auch zum Beispiel zu Schilddrüsenüberfunktionen halt einfach. Da ist es wichtig,
seine Werte zu checken. Ja? Vor allen Dingen auch das aktive Schilddrüsenhormon T3. Der TSH-Wert ist nur korrelierend mit der Schilddrüse, aber sagt niemals kausal aus, ob deine Schilddrüse auch wirklich arbeitet. Dazu musst du auch immer die dazugehörigen Schilddrüsenhormone wie das Triiodthyronin, das heißt T3, zu bestimmen. Ja? Die höchste und langandauerndste Stoffwechselrate wird durch kurzes Intervalltraining erreicht, sogar mit einem 36 Stunden Nachbrenneffekt wird man da versorgt. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe wie EGCG aus dem Grüntee, ja, einen Einfluss haben auf deine Stoffwechselrate. Ja. Mehr in der Infobox und vor allem auf puracell.de. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und unterstützen könnt ihr mich auf puracell.de für meine kostenlose Arbeit. Bis zum nächsten Video. Teilen und liken vor allen Dingen und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Ciao.